Übernahme vom Frankfurter Olympiastützpunkt. Und er sagt, das hat ihm ganz viel gebracht. Hinter den Tisch werden, aber. Ah, schade. Aber auch ein verhältnismäßig. Vor allen Dingen in der nächsten Saison bestätigen. Das war einer dieser. Überraschend. Sie sehen das. Der Schwede muss sehen, dass er Tisch nahm. Viel zu hoch der Rückschlag. Und da wird er skandiert. Glück für 6:7. Und da ist er auch mit. Das war Absatz, bitte gar nichts mehr. Heute aufzubieten. Nach dem Motto, ihr müsst da vorher schon einen sehen wollen. Blitzstart. Ob er da jetzt mehr draus machen kann. Christian, eben Schubser, Stimmgeschäftsführer von Doros. Und mit Gnadenbrot hat das nichts zu tun. Hätte er nicht. Eine tolle Rückrunde. Wieder 5-2 jetzt. Jetzt rollt es aber so richtig. Showkampf entdeckt für sich Jan Obe Walter und da gibt es stehende Ovationen im Publikum in der Esperanto-Halle und das völlig zu Recht. Was für ein goldenes Händchen. Gänsehaut. Mit knapp 44 kann er einem immer noch Gänsehaut verschaffen. Und Christian Süß ist zum Statisten degradiert in diesem zweiten Satz. 11:2 für Jan Oberwalter und die Leute, sie stehen auf. Beruf kaputt und deshalb hat er da sicher richtig entschieden, denn die Möglichkeit. Halt dann gleich auf einen Abwehrspieler auf Wang Xi. Im Moment hundertprozentig einschätzen kann. So fürchten sie doch in Fulda. Ja, aber da hat er ihn so richtig genatzt. Sehen. Wir schrieben das Jahr 1980. Ah, das war ein Big Point. Also 11:5. Stark gespielt. Da ballt er die Faust, man muss sich das auch noch mal vor Augen.
Und da versucht das nochmal mit dieser Aufschlagvariante. Das will Wagner jetzt verhindern. Ah, der Ball wurde lang und länger. Hat er falsch eingeschätzt. Zwei Satzbälle für Christian Süß. 8-6 hat Waldner geführt. Jetzt plötzlich 10-8 für... Nein, und das war... Oh, Ball und Dimitri auf darauf. Und ich wusste es, er macht ihn. Aber in einer sehr cleveren Variante, nämlich dieses Mal in die Rückhand. Gegen Düsseldorf. Es ist klar, was Fulda vor diesem Spiel gesagt hat. Auf die Frage, was darf auf keinen Fall. Das würde bedeuten, Fulda hätte gar keine Chance mehr, ins Endspiel zu kommen, bei einer 0-3 Niederlage, selbst bei einem 3-0 Sieg. Wäre das natürlich schon ganz schön. Eine richtig gute Leistung abliefere, dann gehe ich als Verlierer vom Tisch. Und das. Ja. Einer, der es im Satz zu zwingen. Aber er macht den Fehler beim Schuf. Wie ja nur Walter, so ähnlich wie im ersten Satz. Bei eigenem Aufschlag. Aber die Rückhand ist der Schwachpunkt an heutigen Abend gewesen und das